Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen. Ich bin der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Das Thema heute: körperliche Liebe energetisch befreien. Sprich, mit anderen Worten, wenn der eine auf den anderen keinen Bock mehr hat. Das wäre die banale Übersetzung davon, ne? Körperliche Liebe energetisch befreien. Da schauen wir uns mal das Thema an und mal schauen, was da für Infos kommen. Bin selbst gespannt. Gut. Wie immer, das Video ist zeitlos, wirkt immer. Ist so geplant, hier, wer guckt, kann die Wirkung davon bekommen. Und so ist es strukturiert. Also, ich lade alle ein, die das Video jemals sehen werden wollen, jetzt zu kommen. Gilt natürlich für Männchen und Weibchen, ne? Also für Frau und Mann. Ist ja klar. So, da sind schon ganz viele da. Das scheint wohl ein Thema mehr zu sein. Gut. Aus diesen vielen bilde ich dann immer diese eine multidimensionale Persönlichkeit, die dann energetisch bearbeitet wird, sodass es dann die Wirkung für alle hat. So ist mein geistiger Trick, wenn man so will, ne? Mein Bild, mit dem ich arbeite. Gut. Fangen wir nochmal an. Fangen wir erstmal ganz platt an. Also die körperliche Liebe, die nicht mehr so richtig funktioniert, also die Probleme daraus nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, Kammer, dieses Leben, Kammer, Vorfahren, jetzt Licht zur Leerzinge. Und die körperliche Liebe befreien von Emotionen, von Gedanken, die da nicht hineingehören, das spiele ich jetzt ein. So. Ein wichtiger Aspekt ist, der oft vorkommt, ich muss. Ich muss jetzt Sex haben oder Liebe machen, wie immer das erklären will. Müssen wir gar nichts. So ist das im Leben. Also diesen Muss nehmen wir jetzt mal vollständig aus dem System. Der Zuschauer jetzt heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, Kammer, dieses Leben, Kammer, Vorfahren, jetzt, Licht zur Leerzinge. Frei machen von müssen, um den Partner halten zu wollen, müssen, alles das machen, löschen wir aus dem System jetzt heraus. Okay, das machen wir nochmal ganz konkret. Also, um den Partner halten zu müssen, sich Sex oder Liebe, körperliche Liebe zu haben, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt, Licht zur Leerzinge. Freiheit von diesen Gedankengängen, dass da ein Muss und ein Zwang dahinter steht. Dieses Monogame, was wir haben, habe ich glaube ich bei einem anderen Video, ist natürlich alles ein bisschen anerzogen, ist unsere Tradition, hat auch seinen Vorteil. Sonst, wenn jetzt kreuz und quer Kinder erzeugt werden sollen, dann muss es auch die Verantwortlichen geben und so weiter. Insofern hat dieses Monogame durchaus einen großen Sinn, ist aber nach meiner Meinung, glaube ich, nicht ursächlich in unserem System drin. Wenn wir uns mit diesen Affen vergleichen, von denen wir den gleichen Stamm haben, da gibt es Sex quer durch. Wie heißt das bei diesen Bojo? Ich kriege den Namen nicht hin. Bojo Boris oder wie sie heißen. Also da, die haben jeden Tag Sex mit unterschiedlichen Partnern. Das ist eigentlich auch ein Teil unseres Seins. Also dieses immer mit großen Dingen zu verknüpfen, das nehmen wir jetzt mal raus. Also mit einer großen Wolke an Voraussetzungen, das macht die Liebe, die körperliche Liebe schwer. Das muss man einfach so konsternieren. Also diese körperliche Liebe mit großen emotionalen Ansprüchen zu verknüpfen, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt, Licht zur Leerzinge.
zurück zum Ursprung, dass es uns Freude macht, dass es uns Spaß macht, dass wir es genießen, dass wir den Körper des anderen genießen und an dieser Lust erfreuen dürfen. Okay. Dieses Verknüpfen mit den anderen Emotionen lässt uns nicht so richtig Mensch sein. Also wir sind Säugetiere, wir brauchen den Sex, wir möchten den Sex, aber wenn wir das Ganze mit komplizierten Gedankengängen verbinden, erschwert es diesen Sex, der macht es diesen Sex zu, oder diese körperliche Liebe zu was anderem, als es ist. Es ist einfach nur die Vereinigung von zwei Menschen, oder wenn es Gleichgeschlechtliche sind, der Liebesakt von zwei Menschen. Ne? Okay, so. Wir gucken mal, dass wir diese Anhaftung, diese Ideenwelt, es muss das und das und das sein, dass wir die mal rausnehmen. Alle Erziehungserinnerungen, das darf man nicht, das darf man nicht und das darf man nicht, nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, kann man dies Leben, kann man vorfahren. Jetzt Licht zur Erzengel. Frei von allen Erziehungsgeschichten, sei vorsichtig, tu das nicht, mach das nicht. Von angstmachenden Themen, das machen wir nochmal extra. Alle angstmachenden Thema, was passiert, wenn du das, was sollen die Menschen von dir halten, die anderen von dir halten und so weiter. Diese Angstbesessenheit, nehmen wir jetzt vollständig aus diesem System heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten. Jetzt, Licht zur Erzengel, frei von Angst, frei von irgendwelchen anderen Emotionen, die da gar nicht mit hineinzugehören. Das spiele ich jetzt rein. Freier Sex, freie körperliche Liebe wäre, wir würden einen Menschen sehen, würden den attraktiv finden, würden uns angesprochen werden und wir sagen, ja, was hältst du davon? Jetzt machen wir es, ne? Das wäre die richtige Ausführung, wenn man es so ausmacht. Ich wundere mich selbst, dass ich nicht rot werde, aber vielleicht zum späteren Zeitpunkt, ne? Also ich habe ja auch noch Erziehungsgeschichten bei mir drin. Also, okay, freier Sex, diesen reinen körperlichen Liebesakt zu etwas anderen aufzubauschen, als er in Wirklichkeit ist. Und da spielen unsere Erziehung, die Liebesromane, die Fernsehgeschichten, Sissy und keine Ahnung, was es alles gibt, eine große Rolle damit, dass das Ding seine ursprüngliche Qualität nicht behalten darf. Freude an dem anderen, die Freude an dem anderen, sondern es muss was Gigantisches sein. Und das darf eigentlich nur sollte im Prinzip erstmal die Freude an dem Partner, an diesem Akt selbst sein. Also nochmal, alle diese Indoktrinationen durch unsere Umwelt, Fernsehen, Bücher, Geschichten, die wir gehört haben, das muss so und so sein. Also diese Indoktrination, also diese Beeinflussung nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt, Licht zur Erzengel. Freiheit für alle Zuschauer, ihre körperliche Liebe ausleben zu dürfen, so wie sie es gerne wollen. Das spielen wir jetzt mal ein. Das schauen wir mal. Ja, da haben wir schon was geschafft. Okay, so, jetzt können wir. Körperliche Ebene. Also, dazu gehört auch zu diesen Manipulationen das mit einer bestimmten Erwartungshaltung zu machen. Also, Sex gegen
du bist da, du bist für mich da oder irgend sowas. Also das zu verknüpfen, alle Verknüpfungen, die mit dieser körperlichen Liebe zusammenhängen, erschweren das Ding, um es so zu sagen, erschweren es. Also, alle Erwartungshaltungen an diese körperliche Liebe außerhalb dieses Systems körperlicher Liebe nehme ich jetzt vollständig aus allen unseren Zuschauern heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, Kammer, dieses Leben, Kammer, Vorfahren, jetzt Licht soll Erzengel. Und zurück zu den Wurzeln der körperlichen Liebe, zur reinen, klaren Freude am gemeinsamen Erleben. So wäre es vielleicht gut formuliert. Gut, schauen wir nochmal. Angst. Thema Angst. Thema Angst ist natürlich groß. Die Angst, den Partner zu verlieren, nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten, zwischen Leben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt, Licht soll Erzengel. Die Freude am Sein, die Freude an der körperlichen Liebe spiele ich jetzt ein. Die Angst, was sagen andere dazu oder wie überhaupt was Meinung anderer, das, die Angst von den Meinung anderer nehme ich jetzt vollständig aus dem System heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten, jetzt, Licht soll Erzengel, Freiheit von allen Ängsten, Befürchtungen, sonstigen Einredungen spiele ich jetzt ein. Gut. Ein Thema ist auch, das tut man nicht. Also, das gibt es nicht, das tut man nicht. Alles, was dem anderen Spaß macht, das tut man, das darf man. Also es gibt keine Einreden, das tut man nicht. Alles, was einem selbst Freude macht, wenn man in diesem klaren Fokus der körperlichen Liebe ist, in einem klaren Sexbild ist, ist alles, was einem Spaß macht, okay. Also alle Einredungen, das tut man nicht, das darf man nicht, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten, zwischen Leben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt, Licht soll Erzengel. Freiheit von allen Einredungen, das darf man nicht, das ist nicht angemessen. Alle diese Dinge lösche ich vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt heraus. So, körperliche Liebe energetisch heilen, was haben wir noch? Schauen wir nochmal. Ja. Weiß nicht, wie ich das sagen. Der Druck, lass es uns, der ist zwei Seiten. Lass es uns schnell hinter uns bringen. Zack, zack. Oder es muss so und so lange dauern. Also diese Idee, dass dieser reine Akt irgendeine zeitlichen Vorgaben haben muss oder sowas, das nehmen wir jetzt mal raus. Es kann also ganz schnell gehen oder es kann auch ewig lange sein. Also wer Tantra kann, dann kann man zu lange. Also alle diese Ideen von zeitlichen Vorgaben nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt, Licht soll Erzengel. Freiheit für allen Beteiligten. So, körperliche Liebe energetisch heilen. Ja, man spricht da nicht drüber. Das ist auch so ein Aspekt. Man redet nicht drüber oder redet drumherum. Ich glaube, wir sind als Menschen in der Lage, körperliche Signale zu senden, aber wir sind auch Signale zu senden verbal. Und das können auch anmachen nach dem Wort, wenn man es gut macht. Ne? Also,
das nicht drüber sprechen, das nehme ich jetzt mal vollständig aus dem System aller Zuschauer jetzt heraus, in diesem Leben, früheren Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben kann man, dieses Leben kann man vorfahren, jetzt Licht zur Erzengel, drüber reden, ganz offen drüber reden, und auch gegenseitig mitteilen, was der andere gerne hätte oder wie es gerne hätte, ohne jetzt einen Korridor zu bilden, wo es nur noch so sein darf, das spiele ich jetzt ein. Okay, was haben wir noch? Es ist ein bisschen zweischneidig, ich habe beide Informationen gleichzeitig. Monotonie, das heißt, immer abends nach dem Fernsehen noch schnell Sex. Auf der einen Seite ist es gut, Monotonie, da hat es einen gewissen Rhythmus. Auf der anderen Seite ist es natürlich langweilig, wenn man es immer die gleiche Ritual hat. Also ein bisschen Abenteuer darf auch sein. Also das Einschneidende wäre, also das festzuschnurren auf eine bestimmte Zeit, das darf nur dann sein und nur so sein und nur im Schlafzimmer. Das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten. Jetzt Licht zur Erzengel. Freiheit für alle unsere Zuschauer. Wann, wo, wie oft nicht. Das spiele ich jetzt ein. Wenn ich jetzt keine Lust mehr habe auf den Partner, dann kann es daran liegen, das machen wir alles, was uns an Einredungen in unser System sind, dass bis zu dem Alter und das nur so und so und oft darf machen, da nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller unserer Zuschauer jetzt heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenwelten, kann man dieses Leben, kann man vorfahren, jetzt Licht soll der Erzengel. Freiheit nochmal von allen Einredungen, allen Ideen, spiele ich jetzt ein. Also keine Lust mehr auf den Partner würde eigentlich heißen, diese Beziehung ist zu Ende, um es nochmal ganz klar zu sagen. Also diese Anziehung nicht mehr da ist, die nicht mehr zum Sex reicht. Kann aber auch sein, dass wir jetzt, ich sag mal, wir sind beide jetzt 80 oder 85 und haben sowieso keine Lust mehr auf Sex, weil das unser System nicht mehr hergibt, dann ist es was anderes. Aber sonst, wenn es das System hergibt, wir körperlich noch in der Lage sind, auch dieses Verlangen noch spüren und es aber nicht für diesen einen Partner mehr empfinden, dann muss man sich echt überlegen, ob das noch die richtige Beziehung auf Dauer ist. Das würde ich jetzt von meiner Seite her so sehen. Okay, wir machen es aber trotzdem nochmal. Diese keine Lust auf den anderen Partner, nehme ich jetzt vollständig, aus was für Gründen auch immer, jetzt gucken wir mal, ob wir da ein Unterthema noch kriegen, jetzt aus dem System unserer Zuschauer jetzt heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenwelten, kann man dieses Leben, kann man vorfahren, jetzt Licht soll erzingen. Und Freiheit für beide, es so zu tun, wie es für sie richtig ist. So, jetzt gucken wir nochmal, was gibt's dazu? Kann natürlich schon auch hormonell begründet sein, dass der Hormongeschichte nicht mehr so läuft, wie es ist, Männer und Frauen gleichzeitig, also bei Männern Testosteron, ich weiß gar nicht, was bei Frauen ist, glaube ich auch sogar Testosteron, dass dieser Hormonspiegel nicht mehr so ist, dass man einfach kein Verlangen hat. Ne? Das gibt es natürlich auch, obwohl noch Liebe da ist, aber das Verlangen nicht mehr da ist. Das wäre die Einschränkung zu dem, was vorhin gesagt ist. Also das gäbe es. Und was machen wir dann? Okay. Dann nehmen wir mal, machen wir es, jetzt will ich es nicht in jede einzelne Drüse durcharbeiten in diesem Video.
alle Missfunktionen aller Drüsen, die unseren normalen Testosteronspiegel und bei Frauen, was immer da ist, ich glaube auch Testosteronspiegel, nach unten gefahren haben oder einschlafen lassen haben, nehmen wir jetzt vollständig aus dem System heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelfeld in allen Dimensionen, allen Zeiten, jetzt Licht zur Erzengel und volle Aktivitäten der hormonproduzierenden Drüsen spiele ich jetzt ein. Gut, so. Energetisch, die Liebe energetisch heilen oder die körperliche Liebe energetisch heilen. Was haben wir sonst noch? Schauen wir nochmal. Spielerische Leichtigkeit einfließen lassen. Okay. Ja, war ich vorhin dran. Andreas hat diese spielerische Leichtigkeit nochmal angesprochen. Das war ja vorhin der Eingangssatz. Dieses ganze Ding, Sex, zu sehr aufzublähen mit Dingen, die da nicht zugehören, sondern es darf diese reine Sexenergie, die reine Sexenergie bleiben und sein. Es muss nicht behaftet sein. Und dazu gehört, wie du es richtig sagst, diese spielerische Leichtigkeit zu sagen, ach, jetzt habe ich Lust, jetzt, zack, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir es, also die spielerische Leichtigkeit, also von der Zeit her und auch vom, wie es vonstatten finden soll. Ne? Also, dass da kein Ritual gibt, es muss nur so und so und so sein. Ne? Also alles, was diese spielerische Leichtigkeit stört, nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt in allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, kann man dieses Leben, kann man vorfahren. Jetzt Licht zur Erzengel. Leichtigkeit, Freiheit, auf den reinen Genuss konzentrierte Energie spiele ich jetzt ein. Gut. So, was haben wir noch? Es braucht auch Aufmerksamkeit. Ne? Es ist wie im richtigen Leben. Wir sind jetzt so immer so Multitasking unterwegs. Auf dem Handy daddeln. Fernsehen gucken, ein Buch dann nehmen, Tasse Kaffee trinken, ein Stück Kuchen noch essen und sich mit dem anderen unterhalten, fünf Dinge gleichzeitig, ist für nichts gut. Wenn Sex, dann Sex. Und dann denke ich auch nicht an irgendeinen, was ich noch zu erledigen habe oder was ich noch vergessen habe, sondern dann ist der Partner im Fokus. Also alles, was diesen Fokus verhindert, nehme ich jetzt vollständig aus dem System unserer Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten, Zwischenleben, kann man dieses Leben kann man vorfahren. Jetzt, Licht soll Erzengel. Und die Fähigkeit, uns zu fokussieren, zu konzentrieren und nur mit vollen Sinnen zu erleben, das spiele ich jetzt ein. Das ist ja die höchste Kunst in unserem Leben, im Hier und Jetzt zu sein. Ich habe es in anderen Videos auch schon vielfach erwähnt. Was wir immer machen, wir bewegen uns in der Traumwelt. Vergangenheit, was war damals oder Zukunft, was muss ich noch machen, was durch, dann muss ich das noch einkaufen, um es so banal zu sein. Aber hier und jetzt sein. Ich bin hier. Oder ich plane den Augenblick, hat mir ein lieber Kollege gesagt, Alexander Manderfeld. Ich plane diesen Augenblick. Ich plane den Augenblick. Im Hier und Jetzt zu sein. Ich plane das jetzt einfach mal. Ich plane diesen Augenblick, um uns ins Hier und Jetzt zu holen und nicht in diese Ideen, was ist noch zu tun. Und das stört einfach nur beim Sex. Und dann kann es natürlich auch nicht funktionieren, ne? Wenn ich in Kopf woanders bin, dann, wenn ich nicht beim Partner bin. Gut. So. Körperliebe, energetisch heilen. Was haben wir noch? Das fühlt sich ganz gut an, würde ich jetzt mal sagen. Ich kriege dann immer ein Bild, praktisch so als Auflösung die Geschichte. Das fühlt sich jetzt ganz gut an.
Ja, damit lassen wir, glaube ich, können wir es stehen lassen. Wenn eine Sekunde noch mal, über einmal noch schauen, ob noch irgendeine Info kommt, die vielleicht noch fehlt. Ja. Den Partner, das habe ich vorhin aber auch schon so, nicht als Partner, sondern dieses Sex als Manipulation zu nehmen. Ich mache es mal jetzt allgemein. Diese energetische, die körperliche Liebe zur Manipulation zu nutzen, nehme ich jetzt vollständig aus dem System, alle unsere Zuschauer jetzt heraus. In diesem Leben, früheren Leben, Parallelwelten in allen Dimensionen, als Zeiten, jetzt liegt so der Single. Frei von Manipulation, zurück zu dem reinen körperlichen Akt, zur reinen körperlichen Sexualität, die da stattfinden darf, wo immer uns das Gefühl danach ist. Das spiele ich jetzt ein. Gut, glaube, das lassen wir so mal stehen. Das haben wir zu viele Themen bearbeitet. Ist ein großes Thema. Kann man sicherlich auch nochmal Unterthemen abarbeiten. Aber würde das Video jetzt sprengen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass Sie zugeschaut haben. Mein Name ist Cornelius van Lessen. Ich bin der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heiler. Freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Hoffe, dass dieses Video Ihnen ein bisschen Vergnügen gemacht hat. Machen Sie es gut. Bis dann. Ihr Cornelius.